Du hast es gelesen, Deathzone. Bathroom Area Gas Mask Optional. I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you pretty please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Oh, ich ahne richtig Böses. Tisch ist ein bisschen klein, wa? Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. She is amazing. I'm so glad you're here to help her and be her father. I'm so glad Joyce is here to help us both. Max, I just hate to think of what would happen to Chloe if I wasn't here. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. Insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. The price is always right. Get it? No? Boah, ey, das muss so Unmengen kosten. Das ist auch so ein Schlag. Wenn ihr sowas. Also in meiner nicht sehr amerikanisch freundlichen Welt ist das Schlimmste, was passieren kann, dass du so einen Unfall hast, der so viel hinterherzieht, dann bist du einfach an in Amerika. Kommst du nicht mehr auf den grünen Zweig. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? Rachel. I was reading about that missing girl. Rachel Amber. Oh, yes. She went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. What do you think is going on with all of this crazy weather
animals dying. Nobody knows, right? It is Nostradamus type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Eine Nachricht von Victoria. Damals war Victoria noch so diese richtige Arschkuh. Max, bist du beschäftigt? Meine Hausaufgaben, wie immer. Ich sagte doch, ich helfe dir. Du lässt mich nur nie. Es ist ein weinendes Smiley. Okay, lass das Drama. Du hilfst mir durch deine bloße Existenz. Sind wir jetzt Best Buddies? Ich versuch's. Und ich habe das Supergras von du weißt schon wem besorgt. No, nur zur Info. Bewahre was für mich auf. Muss weg. Bis dann. Wer jetzt am Kiffen? Komm heute Abend in mein Zimmer. Max, alles cool? Wollte nur sicher gehen, weil du vorhin so schnell abgehauen bist. Nathan macht sich auch Sorgen. Wenn du reden willst, melde dich, okay? Hab dich lieb. Max, wenn du sauer bist, sag's mir einfach, okay? Funkstille. Wenn du reden willst, meine Tür steht offen. Hab dich lieb. Im 2-Minuten-Takt. Geht's dir, das ist... Oh, die Zeitlinie gefällt mir nicht. Taylor. Max, danke nochmal, dass du mit mir Mama besucht hast. Ich glaube, sie hätte lieber dich als Tochter. What? Ich denke nicht. Deine Mutter ist eine Kämpferin wie du. Klar. Ich hab geflennt wie ein kleines Mädchen. Ja auch. Du hast es nur nicht gesehen. Es ist okay zu weinen. Es wird öde. Mein dämliches Handy ist gleich alle. Also, ruf mich zurück. Nathan. Yo, Max, bist du da? In der Dunkelkammer. Entwickle Fotos für den Wettbewerb. Cool. Also, kein Two Whales für dich? Noch nicht. Ich sehe euch später. Ease. Mach ihn immer noch nicht. Herzlichen Glückwunsch, Maxine. Wir können es nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bist. Bei uns bist. Maxine, deine Mutter hier. Wir müssen über einige deiner Rechnungen reden. Über deine Rechnungen reden? SMS oder per Nachricht schreiben, wer es ist. Ist auch... Ach, cool. Du da? Ja, gib mir etwas Zeit zu antworten. Ich kann nicht im Unterricht texten. Einige Lehrer werden mega pissig, wenn man sein Handy rausholt. Ja, weil es extrem unhöflich ist. Und sei nicht so zickig zu mir. Entschuldige, langer Tag mit Hausaufgaben. Du bist nicht die Einzige. Deswegen haben wir uns gefragt, ob du so viel ausgeben musst. Wir möchten, dass es dir an nichts fehlt, aber dein Stipendium deckt nicht alles ab. Du hast gesagt, ich könnte deine Kreditkarte benutzen, wenn ich sie brauche. Ich habe nur Filme gekauft, keine Kamera. Vielleicht wird es Zeit, auf digital umzustellen. Ich rufe dich später an. Muss los. Moll nicht. Liebe dich. Hey Liebling, ich hoffe, du lässt deine Pflanze nicht verdursten, aber ertränk sie auch nicht. Chloe. Hallo Max, dies ist William. Wenn du Chloe kontaktieren willst, kannst du diese Nummer benutzen. Sie würde sich freuen, von dir zu hören. Bis hoffentlich bald. Hey Chloe, Maxine hier. Ich weiß, es ist eine Weile her, aber ich wollte dir sagen, dass ich jetzt auf die Blackwell Academy gehe. Ich hoffe, deine Nummer stimmt noch. Max ist zurück. Blackwell? Das ist super. Du bist klasse. Aber am besten ist, wir können wieder rumhängen. Also ja, meine Nummer stimmt noch. Cool, ich habe einen Haufen Hausaufgaben, aber wir sehen uns bald. Lass mich nicht zappeln, es ist schon zu lange her. Ich weiß, ich besuche dich bald. Die Smileys machen mir Angst. Alyssa. Alyssa ist doch die wir immer bis jetzt in der letzten Zeitreise. In der anderen Parallelen immer vor diesen ganzen komischen Unfällen quasi gehütet haben. Hey Max, es ist eine Schande, dass du mit diesen Leuten rumhängst. Ich dachte, du wärst anders. Ach du Scheiße. Alyssa, ich habe gesehen, wie du Klopapier nach mir geworfen hast. Oh mein Gott, ich habe so nicht auf dich gezielt. Ich schwöre, du es nie wieder. Oh, nicht cool. Das fühlt sich nicht cool an.
Es fühlt sich nicht gut an. Können wir das Papier sehen? Sehen wir Zahlen? They might get their own home taken away because of medical bills. Sehr geehrter Mr. Price, mit diesem Brief informieren wir Sie darüber, dass Sie mit Ihren Zahlungen für Ihre Hypothek Konto 783 im Verzug sind. Derzeit ist die Summe bei 12.000 Dollar. Auf diesem Konto zahlbar bis zum 1. August 2013. Diese Summe ist seit dem 1. März 2009 überfällig und Sie haben diverse Zahlungsaufforderungen oder Bitten zur Konsolidierung Ihrer Schulden ignoriert. Wenn die vollständige Summe von 12.000 Dollar nicht innerhalb von 15 Tagen gezahlt wird, müssen wir den Prozess zur Zwangsvollstreckung Ihres Heimes beginnen. Wir haben Sie in mehr als angemessenem Ausmaß gewarnt und sehen uns gezwungen, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Mit freundlichen Grüßen, Donald Clamp, Kreditinstitut. Oh. Oh. Warum konnte man ihn nicht wegen dem Morphin fragen? Ja, das ist eventuell, weil sie gesagt hat, dass meine Eltern, wie, keine Ahnung. Hätte ich auch gerne gefragt. Jetzt haben wir das Problem, dass wir natürlich, ich fühle es ja schon wie so ein riesiger Stein, der auf uns drückt, dass wenn wieder die Möglichkeit ist, dass die Überlegung ist, welches von beiden. Jetzt kennen wir die Konsequenzen. Wie mag man sich entscheiden? Wie entscheidet man sich? Mir wird jetzt schon schlecht, weil ich weiß, dass dieser Moment kommen wird. Also, ich rechne damit, dass der Moment kommt. Mir wird jetzt schon schlecht, wenn dieser Moment kommt. Das zu entscheiden ist einfach. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Oh, jetzt kommen wir an richtige Zahlen. Sanitätsartikel Kronenberg, Rockcastle, Oregon, Rechnungsdatum 30. März, Gesamtsumme, überfällige Zahlung 8.587 Dollar. Achso, da steht sie schon. Oh. Essensgutscheine zum Essen sammeln. Please. Ich habe auch die ganze Zeit Angst, dass das Morphin. Joyce and William never had a garage sale before. Dass das Morphin. They're drowning in debt. Just to take care of their daughter. Such bullshit. Nochmal 3458. Gott. Kundendienst. Happy Credit Card. Ihr gemeinsames Konto ist jetzt geschlossen und 6 Monate überfällig. Bitte senden Sie einen Scheck oder eine Anweisung über 3.458 Dollar. Zahlbar an Happy Credit Card. Zentrum für physische Rehabilitation. Aufgrund neuer Kürzungen auf Staats- und Bundesebene müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Versicherung Chloes physische Rehabilitation nicht länger abdeckt. Wir können Chloe zu der üblichen Rate von 1.250 Dollar pro Woche wieder ins Programm aufnehmen. Scheißdreck. Gut. Ja, ich befürchte, dass die Nummer, dass das Morphium ganz Chloe-like hat da einen ganz anderen Plan. Das da. Oh, jetzt wird's erstmal spannend. Immer wird ganz anders aussehen. Wird ein ganz anderes Zimmer sein. Es ist vielleicht nicht mal ihr Zimmer. Es ist leer. Oh, wie gruselig. Oh je. Oh, ist das schwer. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Liebe Joyce, danke, dass du mich auf den Laufenden hältst, was Chloes Zustand betrifft. Ich kann mir die Mühe, die du und William durchleben, kaum vorstellen. Es tut mir so leid, dass ich momentan nicht mit Geld aushelfen kann. Wie jeder andere gehe ich in meinen eigenen Arztrechnungen unter. Bitte gib Chloe einen Kuss von mir und alles Gute. In Liebe, deine Tante Dorothy. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Toys?
I kind of want to open this and see what's in here. Auf. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. I never heard much about William's brother. Hey Bill. Entschuldige, dass ich mich seit dem Unfall nicht gemeldet habe. Die Arbeit hat kein Ende und ich werde nach Salt Lake City zur Aufsicht über einen neuen Parkplatz versetzt. Heutzutage muss man dorthin, wo die Arbeit ist. Ich wünschte, ich könnte dir einen größeren Scheck schicken, aber du kennst das ja. Niemand beschäftigt sich gern mit Geld. Vielleicht besuche ich euch nächsten Frühling. Gib Chloe und Joyce einen Kuss von mir. Mit durch, Billy. Dein Bruder Aaron. I'm still overwhelmed by this new reality. Mm-hmm. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? So interessant, mein Kopf ist jetzt gerade voll mit den ganzen Zahlen und mit den ganzen Rechnungen, die sie haben und halt das Land der Freiheit. Boah, ey, kommt mir echt. Boah. Es Spiel schafft es, dass ich diese Situation auskoste und nicht weitermachen möchte, weil dann geht der Stress weiter. Oh, muss so diese Frage kommen? Ich weiß das doch. I guess we stopped growing up together. Oha. In der anderen sind wir auch mit da drin, glaube ich. Hier nicht. All that's left of Chloe's old life is cardboard boxes. Stuck in time. So viele blöde Situationen. At least we never had to hide from Stepdouche. Stiefdöde. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Das ist das Zeichen vom Butterfly-Effekt? Der blaue Schmetterling? War da irgendwie sowas, ne? Es war anscheinend nicht in ihrem Zimmer. Wir sind aus. Wo sind wir denn hin? Kenn ich gar nicht. Das hat durchgeglitscht. So, Nee. Entscheiden. Sehen wir jetzt mehr? Tatsache, Spiegel, Schrank. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Es fühlt sich nicht gut an, das geht schief. Almost the same. Just more medicine. Mm. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Nothing here. Doch, Handtücher und Tabletten. Kannst doch nicht sagen, dass da nichts ist. How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Anscheinend. Aber das endet doch jetzt gleich richtig doof. It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? Das ist nicht cool.
finally. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Wow, da hat mein Hirn eine Auszeit gemacht. Fotoalbum. Scheiße. Grab that photo album over there and let's have a flashback. It wouldn't be my first. Is that okay? Perfect. Oh my god, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would have banished me. Ja. Also, wenn es irgendwann die Kategorie gibt, Spiele mit GIFs, mit Memes zu beschreiben, das hier ist Emotional Damage. Das ist einfach nur. Boah. Wow, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo. Maybe I could. Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Ach komm, nee. Boah, ey. Boah. Liebsten schreiend wegrennen. Nee, ich will das nicht. Das ist etwas, mit dem man, also, da.
Wir sind an dem Punkt, ne? Also Max macht sich ja Vorwürfe, dass das ja nur wegen ihr passiert ist. Und jetzt war die Bitte, dass sie knallhart sie umbringt. Okay, aktive Sterbehilfe. Das ist nicht cool. Ich will nicht. Ich verweigere. Das ist, ja, das ist ihr Wunsch, aber das ist, nee. Wir gehen daran kaputt. Nee. Alle brauchen psychologische Betreuung hier. Scheiße, nein. Chloe. I can't. It wrecks me to see you in any pain, but I don't have any right to do this. I'm an adult. I'm giving you the right. But Joyce and William. I already said my goodbyes to them, but they won't honor my wishes. You will, right? I can't kill you with an overdose. Max, I'm dying from my illness, not my dosage. This accelerates the process. I'd rather go out on a wave than a rock. And I want my best friend to help me out. I am going to help you, but not like that. You have to believe me, Chloe. Why, Max? You're just bailing on me, like everybody else. Why don't you go now? You've been wanting to since you got here, right? So go and don't come back. Chloe, I am never leaving you again. Oh, boy. I'm sorry, William. Oh Gott, jetzt kommen wir zu dem Moment. Ich versteh's nicht. Es wird einfach nur schlimmer.